Und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession hier von Flesh Shooter LP mit dem Direwolf Singleplayer Projekt bzw. Direwolf 20. Ja, weil Direwolf 21 irgendwie etc. bla bla bla. So. Wir starten ja irgendwo immer, wo ich gerade Lust habe. Und wo ich gerade Lust habe und wir sind hier gerade um die Ecke geschnallt, habe ich hier erstmal die Walzmaschine aufgestellt, sowie eine Zentrifuge und ein bisschen hier durchgeschmissen sozusagen. Weil ich kann es nicht ab, wenn ich nachher nicht genug habe und hier einfach erst warte, bis ich da hinten die Schleuderei aufgebaut habe. Das ist natürlich ein bisschen langwierig. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du eine um Ecke hier und lässt sie mal ganz fröhlich hier durchlaufen. Weil hier habe ich Energie, hier habe ich direkt die Ender Chest nehmen und kann direkt hier so von A nach B alles rüberpacken. Das war eigentlich mein Vorhaben sozusagen. Hier mit der Walzmaschine habe ich auch was vorgehabt. Und zwar, wie ihr seht, brauche ich hier Bewährungsstäben. Und für was brauche ich die? Ich habe nämlich, wenn wir einmal nachgucken, Beton mir ausgewählt. Für was ganz Gewisses. Beton müssen wir dann so machen, halt mit Stein. Und dem Bewährungsstäbchen, beziehungsweise Bewährungsstab. Und hat mir das dann so ausgewählt, kannst du dann so machen. War dann auch mein Plan. Machst du so, kannst du fertig machen. Brauchen wir dann halt für eine gewisse Aktion, die ich dann hier noch geplant habe. Des Weiteren, Rezepte. Habe ich noch welche eingespeichert? Denn die brauche ich sowieso immer und werde ich auch ab und zu brauchen. Und zwar hier diese robusten Gehäuse, die ganzen verschiedenen Truhen und ein Trichter. Und hier habe ich noch Kabel. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon gemacht. Auf jeden Fall Kabel sind auch drin, damit das halt auch hinterher kommt. Sticks musste ich machen, weil immer wenn ich Gartenscheren hatte, hatte ich keine Sticks mehr drin. Komischerweise war es dann leider so. So, zwischendurch dann halt noch ein bisschen mit dem Yu-Gi-Oh! Meta rumgespielt. Paar Biomassen unten rausgezogen, weil die war kammervoll und ich konnte die ganzen Setzlinge nicht wegschmeißen. Beziehungsweise nicht irgendwo hin tun. Deswegen auch reingetan. So, wo sehen wir es denn? Yu-Gi-Oh! Meta haben wir auch noch ein bisschen wieder genug. Naja, 6000, da müssen wir mal ein bisschen Rubber machen. Achso, ich kann da so schnell umschalten hier. Wo wir mal hier so wieder ein bisschen loslegen hier. So, weil auf dem Modus kann ich direkt craften und sowas, wenn ich es brauche. Iridium etc. Hier sehen wir das auch. Brauchen wir sowieso alles ab und zu mal. Damit ich halt mitarbeiten kann. 17.000, ja, das unten ist prappelvoll, wenn wir da hingehen. Das ist wirklich gnadenlos überfüllt. Die, seht ihr da? Da habe ich auch Kapseln reingetan und dann war es auch irgendwann wieder leer. Bis zur Hälfte und dann konnte ich wieder neu auffüllen. Das war dann auch irgendwann lästig. Ja, hier zum Weg. Gehen wir mal hier schön lang. Denn das ist der Weg, der führt da hinten in die Yu-Gi-Oh! Beziehungsweise wo das kleine Atomkraftwerk mit drin ist, hin. Da müssen wir auch noch was machen. Und was euch auffällt, das Kabel geht hier rum, aber nicht mehr um die Ecke. Ja, darüber haben wir nämlich ein Loch ausgeschartet, wo ich dann was Kleines reinsetzen werde, wieder mit Computer gesteuert. Waren's Bildschirme, das muss ja alles dazugehören, damit wir halt ein bisschen mehr arbeiten können. Das läuft dann hier lang, läuft hier rüber, läuft dann hier rein, aber wo genau es dann rauskommt, weiß ich noch nicht ganz genau. Denn das Loch dient nachher dafür, dass wir sozusagen ein Umschaltkraftwerk haben, wo ich dann sagen kann, oh, Nachtspeicher, wenn ich hier Solarpanels genug habe, fütter da hinten die Fabrik, oder füll da zumindest die MFSU auf, die zweite, damit die halt arbeiten kann. Und wenn dann halt der Nachtspeicher aktiv ist und die Solarpanels dann nicht mehr aktiv sind, schaltet der halt dazu und das Atomkraftwerk wird ein bisschen mehr entlastet. Weil das Atomkraftwerk, was hier drin ist, muss getriggert werden, beziehungsweise ein Zeitablauf haben und das werden wir jetzt hier rauspacken hier. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen aber die Uranzellen für später. Das weiß ich, das werden wir noch gebrauchen, die werden wir noch einsetzen werden und die werden auch hier noch auch noch eingesetzt werden. Hier kommt kein Breeder mehr hin. Hier habe ich das umgeändert. Beziehungsweise hier werde ich das so umändern. Hier kommt nämlich Atomkraftwerk 1 und Atomkraftwerk 2 hin. Hier kommen nämlich nachher zwei Setups, die A260 EU liefern pro Tick, um halt den Speicher aufzufüllen, sozusagen halt, damit ich mehr Yu-Gi-Oh! Hier produzieren kann. Das soll da hinten wirklich nur rein da hinten passieren, damit es halt besser läuft. Ja, Bäume, Bäume. Viel geschafft an den Bäumen. Teakbäume sind fertig und Common Walnuts habe ich auch schon geschafft. Zwischendurch noch ein paar neue Bäume, da kommen wir gleich hin. Und es wird dunkel, das ist natürlich wieder nervig, weil ich dann keinen Strom habe. Ist aber auch eigentlich vollkommen egal. Dann nervt sich da hinten das wieder. So, hier ist unsere kleine, aber feine Schleuderhalle, die hinkommt. Hier, Zitrusholz und Walnussholz habe ich benutzt. Das sieht affengeil aus, muss ich euch sagen. Ich finde es hammergeil, das sieht wirklich geil aus, auch vom Weiten so. Der Kontrast dazu, dieses helle
quietschgelb, dieses quietschgrüne, gelbe etc. und das dunkelbraune habe ich dann eingesetzt. Die sieht auch affengeil von hier hinten aus, kann man so super erkennen. Hier habe ich Bienen von Bescheiden hingepackt, denn ich werde im Laufe der Zeit immer ein paar Bienen züchten, die nach auf Nuklear hindeuten, damit ich halt Uran bis zum Erbrechen habe sozusagen, weil der Breeder, den ich mache, der ist High Speed Breeder, der läuft nicht warm, aber der läuft extrem schnell und ist aber auch wirklich kostenfressend, müssen wir sagen. Das ist nicht mehr lustig. Des Weiteren über hinaus habe ich hier noch eine Diakis hingesetzt, wo halt so ein paar Bäume wie Common Walnuts oder Teakbäume reinkommen der zweiten Generation und hier sind noch Bäume der ersten Generation drin. Zwei weitere Truhen sind hier vorne. Bienen bis en masse. Und halt, ja, Waben, die ich hier noch drin habe, die ich halt im späteren Verlauf schleudern muss und halt verbrauchen werde. Und hier sind auch noch ein paar Kisten. Hier ist so ein bisschen anderes Holz, was wir hier noch drin haben, hier dieses wallendes Holz. Dann hatte ich hier in Common Walnut, habe ich dann ja fertig gemacht. Hier Zitrusholz habe ich mir ein bisschen abgezapft. Den Sequoia hatten wir ja schon fertig gehabt sozusagen. Das ist alles so, wie ich das gerne haben möchte. Es wird auch langsam hier Schritt für Schritt vorangehen. Als nächstes hier die Kiste hinsetzen, denn die ganzen Kisten verschwinden sowieso später. Da braucht er keine Angst haben. Ich werde aber hier gerade ein Set, beziehungsweise die ganzen Setups, die ich nicht brauche, hier reinschmeißen. Ja, hier ist nichts drin. Und hier ist auch noch Uranzellen, der Schäfte, Brennstäbe, ja gut. Ist ja auch nicht so das Wilde. Ja, gehen wir eine Runde schlafen. Das war eigentlich so erstmal vom groben Sinn her, was ich so brauche. Und halt verlaufen soll sozusagen. Guck ich mal gerade hier. Blub, 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 blub. So, Essen brauchen wir sowieso in der Zeit noch nicht, weil ich sowieso noch auf Peaceful spiele. Soll auch wohl jetzt noch so bleiben, weil ich nicht auf Tun gehe, sondern eigentlich hier fertig crafte und dann sehen wir irgendwann weiter. Was wollte ich denn jetzt machen? Was wollte ich denn machen? Ich wollte noch ein paar Recycler machen, habe ich auf dem Plan stehen. Das Setup da hinten fertig machen. Ein 260er MFSU fertig machen und die Zentrifuge und Bäume. Da machen wir das erstmal als erstes, beziehungsweise. Ich muss ein bisschen Kohle rausnehmen. Habe ich danach genug Platz dafür? Da hinten ist der Mass-Rater, richtig? Zerkleinerer. Ja. Einmal so. Einmal. Na komm her. Einmal so. Und dann hole ich mir jetzt mal 1, 2 Trichter. Ja. Habe ich keine mehr von. Achso. In der Kiste habe ich noch ein paar Zentrifugen schon mal vorgeköftet. Die brauche ich nämlich sowieso alle. 8 Stück weiß ich noch nicht, ob ich die brauche, aber so 4, 5 werden es auf jeden Fall sein. So. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Ein Trichter. Achso. Muss wieder auf die Seite wechseln hier. Machen wir ja mal. Aber machen wir hier nochmal zwei. So. Zwei Trichter und eine Truhe noch. Denn. Achso, Kabel brauchen wir auch noch. Ich werde das jetzt ein bisschen da umändern, dass er das auch fungiert, damit ich ein bisschen mehr Kohle reinpacken kann. Hier so machen wir noch ein paar mehr Kohldust rein. Und Kabel, Kupferkabel, wie heißen die denn? Kupferkabel, einfach nur alles klar, da 4 Stück. Sollten reichen. Zwischendurch musste ich auch die Rezepte ändern, weil dieses legierte Zeug wurde noch ein bisschen geändert. Denn das war nicht auf dem neuesten Stand sozusagen. Und passte halt nicht vom Aufbau her. So. Dann machen wir noch so. Die Truhe hier drauf. Du hast gar keinen drin. Du auch nicht. Ne, warte mal. Wenn ich dich nicht brauche, tue ich die drei hier rein. Kommt er damit energiemäßig aus? Eigentlich schon, ne? Sollte er, ja, passt. Tu mir die Kohle rein und dann passt das schon. Kupferkabel, Kupferkabel, schmeiß hier rein, brauche ich sowieso gerade nicht. Das brennt durch, ja. Dann warten wir einen Moment und dann hole ich mal ein bisschen Knochenmehl. Und ein paar Gartenscheren. Weil da habe ich auf jeden Fall kaum noch welche von. So, machen wir hier wieder 64 Stück, da habe ich mal wirklich ein Packen 64er rausgemacht, dass das auf jeden Fall reichte. Nimmt er jetzt das Zinn da ganz unten raus? Ja, dann nimmt das Zinn weg, das ist super. Sticks hat er auch noch genug. So, Gartenscheren. Kupferplatten sind auch noch drin. Ja, passt alles. Dankeschön. Ein Stack Knochenmehl. Und, wo sind sie drin? Da.
Papaya-Baum habe ich. Den Kapok habe ich. Den Cheese-Nut, da fehlen mir noch 5 Stück. Butternut. Und Balsa. Butternut werde ich vielleicht gebrauchen, weil das auch Seed Oil gibt. Und Papaya vielleicht für Fruchtsäfte etc. Wollen wir mal schauen. Balsa eigentlich nur zum Bauen. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Weil ich will auch mal gucken, was das für ein Holz hier gibt. Boah, geil. Balsa ist ein hoher, aber mit ganz wenig Blättern. Da müssen wir auf jeden Fall jeden hier wegnehmen. Das geht ja gar nicht hier. Warum hat er denn so wenig? Warum hat der Bursch denn so wenig? So, Kettensäge hier hin. Und einmal bam, bam, bam. Den mitnehmen natürlich. Zack, 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 zack. Was hat er denn für ein geiles Holz? Boah, dieses Weiße, genau, das wollte ich auch haben. Dann machen wir direkt einen fertig hier, komm, einen fertig. Und sagen, komm, machen wir nochmal einen hin. All das bringt ja wenig hier. Naja, Hauptsache, der gibt mir im späteren Sinn nachher noch ein paar Bäume hin. Weil ich warte jetzt erstmal, bis ich die da hinten alle fertig habe. Mit dem Teak etc. und so was. Und dann werde ich jetzt wieder eine neue Baumreihe, beziehungsweise neue Bäume pflanzen. Weil da habe ich ja letztens auch drauf gewartet, bis halt alle wirklich fast fertig waren und was ich dann nicht mehr brauchte und beziehungsweise keine Kombination mehr rausgebracht hatte, habe ich dann einfach weggeholzt und dann halt eine neue Baumsorten dahin gepflanzt. So, nächste. Komm, Papaya haben wir hier gerade vorne. 2, 3. Oh, Papaya kommen gut aus. Da ist auch Papaya dran. Können wir mal schauen. Ist das Papaya? Ja, die sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Wie eine Kakaopflanze. Gibt aber Papaya raus. Da haben wir noch mehr. Komm, die machen wir gleich mit. Damit wir die haben. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Kann man nicht essen, aber ist auch egal. So.